Hi Leute, ich habe aus der Lasereinheit hier, da sieht man noch Laser, Lenzi, Lenzi, und hier war das Ding habe ich mal ausgebaut. Das ist so ein 6-Spiegel, hier, der hat auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Ecken, und der soll sich hier, wenn das stimmt hier hinten, DC24 Volt mit 25.000 Umdrehungen die Minute drehen. Okay, nur wie steuert man den an? Also ich habe herausgefunden, der erste rote Pin ist Plus, der zweite ist Masse und der dritte Pin braucht ein Taktsignal und der vierte und fünfte, auf dem fünften Pin sind 5 Volt drauf und auf dem vierten Pin, also auf die 5 Volt weiß ich nicht, wie weit die belastet sind, aber auf dem vierten Pin ist nichts drauf. So, herausgefunden habe ich das Ganze, indem ich einfach mal einen Pin genommen habe und den auf Masse gelegt habe. Jetzt habe ich herausgefunden, auf diesen Pin, auf den dritten Pin hier, muss ich ein Signal drauflegen, ein Rechtecksignal mit 5 Volt und 1 Kilohertz. Bei 1 Kilohertz dreht sich der aber ziemlich langsam, daher habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt einen Pick, ganz einfach nur hier ein 7805, ein 5 Volt Festspannungsregler, einen Pick, lasse hier 16 Volt drauf mal, weil mein Netzteil geht nur bis 16 Volt und nicht bis 24, bei 24 habe ich es aber auch schon probiert, da ist nichts anders, da ist es alles gleich. Also lasse ich mal 16 Volt drauf, gebe den hier mal 2 kHz und lasse den mal laufen. Also schalte ich jetzt mal ein, 16 Volt kriegt der auf Pin 1 und Pin 2, auf Pin 3 ein 2 kHz Signal. Okay, und es passiert nichts. Ist dann ein Drähtchen rausgegangen, plus, minus und... Mal gucken, warum dann nichts passiert. Ah, ich bin nicht auf Plus, deswegen. Ich muss Plus da. Plus ist rausgegangen. Okay, nochmal. Plus dran, plus 16 Volt. Er fängt an zu laufen. Aber er dreht sich noch nicht mit der vollen Geschwindigkeit. Der kommt erst langsam auf Touren, so ganz langsam. Dreht er schon schneller, wird aber dann gleich noch schneller drehen. Ich kann mal versuchen, mein Papier dran zu halten. Das ist schon ziemlich schnell, aber der wird dann gleich noch schneller. Schlagartig wird er schneller, komisch. Der wird aber dann gleich noch schneller. Mal abwarten. Der dürfte noch schneller werden. Obwohl die Ansteuerung mit 2 kHz erfolgt. Hat ich nehme mal was anderes. Mein Papi. Die Frequenz könnte man auswerten. Jetzt wird er noch schneller. Kann man richtig reinfräsen da. Die ist aber noch schneller geworden. Und das ist die Endgeschwindigkeit. Jetzt müsste er mit 25.000 Umdrehungen laufen. So echt schnell. Da kennt man schon, reißt spülend gleich da was raus. Auch wenn ich nur in die Nähe komme, den gar nicht berühre, hört man den Wind schon. So, da kann ich mal mit Oszilloskop mal anfangen zu messen. Ich stecke das Oszi mal auf Masse und messe erstmal auf Pin 3 den Takt, den der bekommt. Und da bin ich auf 2,005 kHz. Mal schauen, ob das hält so. Ups, nicht Kabel dran. Ich habe hier ein 5 Volt Signal. Ich gehe mal auf 5 Volt pro Kästchen runter.
Ja, 5 Volt pro Kästchen, 2 Kilohertz. Dass ich ihn an Pin 3 gebe. Ja, jetzt habe ich da auch noch andere Pins. Ich kann da mal messen. Ich habe hier einen Pin. Der ist verbunden mit einer der Spulen. Ich gehe mal da auf 10 Volt oder auf 10 Volt mit dem ASC und messe ihn mal da. Auf einen der Pins. Und der schaut so aus. 6 kHz oder so. So bekommt die Spule den Strom. Ziemlich chaotisch. Aber das Ding läuft schon ziemlich schnell. Jetzt, wenn ich das Taktsignal ausstecke, hört das Ding auf zu laufen. Wenn ich das aber auf Masse hier halte, zack, 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 warte. Nur auf Masse halte, kriegt das Ding Schwung. Ich habe herausgefunden, wenn ich es festhalte, macht es eine halbe Umdrehung bei jedem Takt. Und ich takte jetzt da 2 kHz rein. Und dann gibt der Gas. Ich weiß nicht, mit was für einer Frequenz man den richtig ansteuert. Aber halt nur Pin 1 die 24 Volt. Pin 2 Masse und Pin 3 lege ich ein 2 kHz 5 Volt Signal drauf, so wie man es eben am Ostsee gesehen hat. Und der läuft ganz schön schnell. Jetzt kann ich noch was zeigen. Ich schalte den mal wieder aus. Lass den auslaufen. Der wird hier etwas warm. Und ich kann das sogar abnehmen, den Rotor da. Und da habe ich ein Gleitlager. Und Magnet und hier Spulen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 9 zu Spulen. Und das IC steuert den an. Also es ist gar nicht so schwer, den zum Laufen zu kriegen. Das Ganze ist wirklich nur ein Gleitlager, also ein polierter Metallstift, der in Messing läuft. Das ist eine Messingbuchse. Es kommt da rein, zieht sich selbst rein und dann Strom und 2 kHz ran und fängt an. Na, warum der nicht gleich auf Drehzahl geht, sondern ewig braucht dafür, das ist eine gute Frage. Vielleicht muss man da eine Frequenz reinlassen, die man dann steigert. Als 2 kHz Taktgeber habe ich einfach einen 16F628 APIC genommen, den ich 5 Volt gebe, ohne Quarz, nur mit internen Takt. Und ein ganz einfaches Programm geschrieben. Das Programm, das kann ich auch mal zeigen. Das ist das hier. Im Endeffekt, ich sage am Anfang nur hier, ups, Port B alle Output, alle Port B Pins Output. Und dann sage ich hier, mache von Port B hier die letzten drei Pins auf 111. Dann warte, mache sie wieder auf 000 in Port B und warte und gehe zu Start. Und bei Warte, da habe ich so eine Warteschleife, die ich angepasst habe, da wo ich hier gemerkt habe, dass hier bei 30 ich ziemlich genau auf 2 kHz komme. 1 und 30. Ja, habe ich einfach ein bisschen rumprobiert und das ist das ganze Programm. Ist also nicht groß. Und hier, Tab-Konfiguration, Power on Type, das heißt Warte, wenn er Strom bekommt, Watchdog ist off, dann internen Oszillator soll er nehmen und ohne, dass er Clockout hat, Brownout Reset off, Low Voltage Programmierung off, Master Clear Enable auch off, das heißt, dass er auch startet, wenn der Pin nicht belegt ist. Das heißt, das Ding braucht nur 5 Volt und gibt mir 2 kHz aus, der Chip. Das mag ich an den Wicks, dass man die wirklich minimals beschalten muss, nur der Chip braucht nur 5 Volt und gibt 2 kHz aus. Okay.